Schönen guten Abend, mein Name ist Hansi Hansen und ich begrüße Sie zur vierten Ausgabe von den PCTV News. Vorgestern war der 26. Oktober, damit der österreichische Nationalfeiertag. Dieser Tag steht für die immerwährende Neutralitätserklärung, die am 26. Oktober 1955 abgegeben wurde. Wir hoffen, Sie konnten den Feiertag genießen und keine Sorge, nächsten Donnerstag ist bereits der nächste Feiertag. Mögliche Preiserhöhung für Android-Geräte. Beim Kauf eines neuen Android-Geräts droht Konsumenten ein erhöhter Preis. Google plant, bis zu 35 Euro mehr pro Gerät zu verlangen, damit in Europa die Apps weiterhin vorinstalliert bleiben. Die Anwendungen und ihre Platzierungen wurden von der EU-Kommission als unfairer Wettkampf betitelt. Deshalb soll das vorinstallierte App-Paket reduziert werden. Die Gebührenordnung wird voraussichtlich ab dem 1. Februar 2019 in Kraft treten. Google hat sich zu diesem Sachverhalt noch nicht geäußert. Nun führe ich ein Gespräch mit Maxi Maxen über die momentane Schlüsselsituation nach dem Nationalfeiertag. Guten Abend. Herr Maxen, wie sehen Sie die Situation? Es werden rund um den Feiertag jährlich Massen an Schnitzel verzehrt. Gemäß der Schnitzelstatistik wurden dieses Jahr prozentuell 2,6% weniger Schnitzel verspeist. Dies lässt sich auf die steigende Anzahl von Vegetariern zurückführen. Ist die Schnitzelkultur damit in Bedrängnis? Nein. Höchst interessant. Danke für das Interview. Das war's für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ihnen noch einen schönen Abend.